Ja, meine Damen und Herren, seid... Ja, ist gut. Damit herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Vlog. Seit dem 5. März läuft jetzt die Känguru-Chroniken in den deutschen Kinos. Deutsch, Österreich, Schweiz natürlich. Und was der Film so kann, haben der gute Martin, der gute Dinkel und noch ein anderer Freund von uns, den ihr kennt den noch nicht, aus meiner Umgebung hier gedacht, ja, warum nicht, wir gehen einfach hin. Und was der Film so kann, ob wirklich die Kritiken bisher so wirklich so berechtigt sind, das schauen wir uns heute an. So, mittlerweile haben wir es geschafft. Martin. Moin. Ja, wir sind jetzt in die Känguru-Chroniken. Bist du gespannt? Auf jeden Fall. Martin sagt es immer mit so einer Motivation. Das nennt sich auch Martivation, nicht? Ja, natürlich. Nee, ich bin mal gespannt, wie gesagt, die Dinger sind ja normalerweise so ein bisschen episodischer erzählt. Glaubst du, es gibt einen richtigen Plot? Ich hoffe es. Das ist ja sehr langweilig. Ja, vor allem die Kritiker, die haben sich ja ein bisschen gespalten. Aber da wir werden noch nichts angeschaut. Wir werden da mit einer nüchternen Meinung hineingehen. Nicht wahr? Hallo, logisch. Ja, logisch. Und damit geht's jetzt los. Ja, Film ist vorbei und Martin. Ja, ich bin jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Martin war ein ganz kleines bisschen verstört am Ende vom Film. Aber übrigens, hinter der Kamera ist auch noch ein Dinkel. Sag mal ganz kurz was. Ja, bin ich halt, also. Ich bin aber nicht der Kameramann. Nee, der ist nicht der Kameramann. Das ist nicht der Bruno. Nee, der ist am Ende in der Ecke, vielleicht sogar noch verlinkt. Der hat jetzt auch YouTube, warum auch immer. Spaß. Ja, Martin, du bist nachher bei der Reviewer nicht mehr dabei. Was ist denn so deine Meinung ganz kurz? Ja, also ich fand, der Film war jetzt ziemlich inhaltslos. Also ich habe jetzt auch die CDs nicht gekannt, aber... Ja, wenn du die CDs nicht gekannt hast, dann... nein, es ist ein bisschen schwierig. Ja. Wir können gerne zitieren. Wenn man die CDs nicht kennt, versteht man die Zusammenhänge nicht. Und wenn man die CDs kennt, kann man sich den Film sparen. Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber dazu nachher in der Review mehr. Ja, also Martin, du warst nicht so hoch begeistert. Auf keinen Fall. Aber es gab lustige Szenen. Und Dinklat, halt mal kurz hoch. Ein geknacktes Fahrrad. Willkommen in Sing. Ja, also war nicht so deins. Nein, gar nicht. Ja, was bei mir so der Fall war, in 2 Minuten oder in einer. Wir werden sehen. Fazit mich. Liebe Kinder, das dürft ihr noch machen, aber danach die Hände waschen, ne? Ja, und nach dem mittlerweile anscheinend obligatorischen Coronavirus-Witz geht's jetzt los zur Review von Die Känguru-Chroniken. Ein Film, der mit seinen 92 Minuten Laufzeit und seiner FSK-Freigabe ab 0 Jahren die Geschichte vom kommunistischen Känguru und vom anarchistischen Kleinkünstler Mark Uwe erzählt. Ja, was ist der Film storytechnisch? Die Story wird den Leuten, die die Bücher gelesen haben, also Känguru Chroniken, Manifest, Offenbarung und Apokryphen, bekannt vorkommen, weil eben alle Charaktere eben vorkommen, oder fast alle Charaktere, und eben mehr oder weniger darum eine neue Geschichte erzählt wird. Also es ist quasi nicht dieselbe Geschichte wie in den Büchern, was auch schwer wäre, weil die Bücher ja mehr oder weniger, zumindest die Chroniken, da eben sketchartig aufgebaut sind und eher episodisch erzählt werden. Und der Film hat halt eine richtige Handlung, sodass jetzt eben das kommunistische Känguru mit Mark Uwe gegen Jörg Duix vorgehen muss, der direkt vor ihr Haus einen großen Turm hinstellen will und ihr Haus durch ein Parkhaus ersetzen möchte. Ja, gesagt, getan, versucht eben nun das Känguru und Mark Uwe mit ihrem asozialen Netzwerk nun also das zu verhindern. Ob sie es schaffen und wie sie es schaffen, bleibt vor allem erstmal noch, lasse ich jetzt erstmal hier im Raum stehen. Dazu müsst ihr den Film dann selber anschauen. Wie gesagt, der Film nimmt eben die Handlung vom Buch quasi mit, verpackt aber komplett neu, was teilweise gut ist, aber teilweise auch etwas seltsam und skurril daherkommt.
Ich habe mich manchmal wirklich gefragt, wo bin ich hier eigentlich? Weil irgendwie wirklich manche Situationen wirklich total seltsam waren, aber manche wiederum total nachvollziehbar quasi. Und so schlängelt sich eben der Film so ein bisschen durch mit seiner Erzählweise, die tatsächlich recht gut gewählt ist. Der Film nimmt sich tatsächlich manchmal selber aufs Korn. Seien es zum Beispiel jetzt die Kommentare vom Känguru oder von Marc Uwe persönlich. Und ja, wie gesagt, ich mag es, wenn so Filme sich wirklich bewusst sind, was sie eben sind und sich irgendwie nicht wirklich viel zu ernst nehmen oder sowas. Was mir aber bei dem Film aufgefallen ist, der Film ist tatsächlich hochwertig produziert. Der Film hat gute Animationen, also ja, das Känguru ist logischerweise animiert. Ich meine, die können ja kein richtiges Känguru dahinstellen. Und ja, das Känguru ist gut animiert für eine deutsche Produktion vor allem. Und es macht Spaß tatsächlich zuzuschauen, wie das Känguru rumhüpft und seinen Schabernack hier treibt. Vor allem auf der Party dann am Ende, aber dazu möchte ich nicht viel spoilern. Das Känguru, wirklich gesprochen von Marc-Uwe Kling, also dem Autor von eben der Känguru, nicht, mittlerweile nicht mehr Trilogie, aber ja, gesprochen von ihm persönlich. Und das, ich finde, das macht es auch so ein bisschen aus, weil da eben so ein bisschen dieser Hörbuch-Charme etwas eben übernommen wird. Die Stimme von Dimitri Schad, welcher hier den Marc-Uwe verkörpert, finde ich tatsächlich auch passend. So habe ich mir ihn eigentlich vorgestellt, bevor ich gesehen habe, wie der Autor aussieht. Und ja, für die, die es nicht wissen, Marc-Uwe erzählt in den Büchern quasi die Geschichte des Kängurus aus seiner Sicht, also als wäre es wirklich passiert. Und ja, hier ist es eben so der Fall, dass wir eben quasi nicht wirklich eine Erzählerperspektive haben. Klar, kommt an zwei Stellen aus dem Off ein bisschen eine Anmerkung, was aber, glaube ich, eher sketchhaft gemeint wurde. Aber Dimitri Schad, richtig gut in der Rolle von Marc-Uwe. Ich nehme es ihm ab, wenn er irgendwie so total verpeilt, irgendwie so ein bisschen durch die Wohnung streift und eben einfach so ist, wie er ist. Ja, und dann gibt es noch die Rolle von Otto von und von Friedrich Wilhelm. Meiner Meinung nach tatsächlich eine recht gut gewählte Besetzung bei den beiden Rollen. Vor allem, wenn man die Bücher kennt, hat es wirklich teilweise wirklich so, wie man sich die Charaktere vorgestellt hat. Was ich hier ganz groß hervorheben will. Hertha habe ich mir ehrlich gesagt nicht so vorgestellt, hat aber auch so ihren Charme mit ihrem Berliner Deutsch. Ja, ich finde es einfach nur lustig, ihr irgendwie zuzuhören, wenn sie gerade so dabei ist, eben ihre Sprüche mit gerade eben den Känguru eben zu klopfen. Was hier leider ein bisschen zu kurz kommt, da irgendwie das Känguru gar nicht mal so einen Draht zu Hertha hat wie in den Büchern. Was ich meiner Meinung nach eine Änderung finde, die jetzt nicht so gut ist, aber doch auch interessant. Zu den Schauplätzen von dem Film muss ich sagen, ich habe jetzt gedacht, das wäre so ein bisschen so ein Film, wo quasi nur in der Wohnung von Marc-Uwe stattfindet. Aber nein, der Film hat ganz viele verschiedene Schauplätze. Zum Beispiel der Park, zum Beispiel das Büro von Jörg Drix und mehr sage ich nicht, weil man gerade tatsächlich das aus dem Trailer kennt. Aber es gibt auch noch tatsächlich Schauplätze, die man sich so nicht vorstellen könnte, welche im Buch komplett anders sind. Manche Dialoge kann man tatsächlich wieder erkennen aus dem Buch, die wirklich 1:1 übernommen wurden. Was ich gut finde, dass mehr oder weniger dieses Buch auch mehr oder weniger erkannt werden kann in dem Film. Aber ansonsten ist es tatsächlich wirklich was Frisches, Neues und das Känguru ist tatsächlich nochmal zur Musik zu kommen. Das bekannteste Lied tatsächlich hier dürfte sein Are We Looking for Freedom, wodurch Marc-Uwe eben quasi in der Einleitung sofort aufs Korn nimmt. Aber ja, okay, das macht irgendwie, wie gesagt, diesen Charme auch so ein bisschen aus. Der Soundtrack an sich kann man sagen, ist gut tatsächlich, hat so ein bisschen was Lustiges, was, sagen wir mal, an manchen Stellen auch verpeilt ist, was aber natürlich auch so sein soll, weil es eben perfekt das alles wiedergibt. Gesungen wird der Soundtrack tatsächlich meistens von Marc-Uwe Kling, der ja hier seine Band hat.
Zum Beispiel das Lied Freunde von seinem neuen Album, glaube ich. Es ist das neue Album. Ist hier auch vertreten mit einem Feature mit dem Känguru. Ja, und jetzt kann ich nur noch sagen, für wen sind die Känguru-Chroniken was? Wenn ihr die Bücher oder die Hörbücher euch quasi, wenn ihr die quasi verschlungen habt und wirklich eins nach dem anderen wirklich so durch und komplett gedacht habt, so wow, ich fand die Bücher so krass, dann wird tatsächlich ein ganz, 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 ganz kleines bisschen enttäuscht, weil wirklich manchmal so ein bisschen der Moment aufkommt, dass man sich so denkt, okay, das hätten sie an der Stelle wirklich ein bisschen mehr nach der Buchvorlage machen können. Wenn man sagt, okay, ich habe die Känguru-Chroniken gelesen oder gehört und sagt, ja, mich interessiert tatsächlich die Umsetzung, der kann gerne ab ins Kino. Für mich gibt es im Genre als eben Comedy-Buchverfilmung tatsächlich 9 Punkte und im Gesamt 8 Punkte. Klar, konnte man einiges besser machen, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein guter Film, den man sich anschauen kann, wenn man das denn möchte. Wenn man die Bücher nicht gelesen hat, wie ihr wahrscheinlich vorher bei Martin gehört habt, lasst vielleicht lieber die Finger davon und lest vielleicht doch erstmal das Buch oder hört es euch an. Und das war am Ende dann meine Review zu Die Känguru-Chroniken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut doch auch noch bei unserem Podcast vorbei. Alles unten in der Beschreibung. Ansonsten geht es hier gleich weiter zu irgendeinem Video. Und da sind dann auch irgendwo auch unsere Kanäle verlinkt, also mein Entwickler. Martin hat immer noch keinen Martin macht der YouTube. Also an der Stelle, ich bin raus. Viel Spaß, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.